Novena zur Mutter vom Guten Rat, neunter Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. In der Stunde unseres Todes, bitte für uns, Mutter vom guten Rat. O Maria, milde und gütige Mutter, stehe uns bei. Besonders in der Stunde unseres Todes. Durch die Schmerzen deines unbefleckten Herzens, durch die Verdienste deines Sohnes, Jesus Christus, durch sein Leiden und seine Auferstehung. Sieh unser Streben, unser Verlangen, dich zu lieben, und erhalte uns die Gnade, das ewige Leben zu erlangen. Höre uns zum Vater, du, die Königin des Himmels, du, unsere Mutter, sei gedankt, sei gepriesen. O selige Jungfrau Maria, im Ratschluss Gottes, was du von Ewigkeit her auserwählt, zur Mutter des menschgewordenen Wortes, als Mittlerin seiner göttlichen Gnaden und als Fürsprecherin der Sünde. Zu dir nehme ich meine Zuflucht, ich, dein unwürdiger Diener. Mögest du mir beistehen mit deinem Rat und mein Wegweiser sein, in diesem Tal der Tränen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wie habe ich meine Zeit verbracht?
meine Tage gestaltet. Was habe ich mir gewünscht? Welches Ziel habe ich verfolgt? Welchen Reichtum habe ich bis heute gesucht? Ja, welchen Schatz suche ich? Denn wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz. Für einen wahren Schatz verlässt und vergisst man alles, denn ein Schatz ist eine wahre Quelle des Reichtums, der Hoffnung. Doch um welchen Reichtum geht es hier? Um welche Erwartungen? Wenn mein wahrer Schatz aus materiellen Gütern besteht, Besitz, Macht, Ruhm und Wohlbefinden, was bleibt mir dann am Ende meines Lebens übrig? Am Ende vergangenen Glückes. Wenn dann die Stunde des Todes naht, werde ich alles verlassen müssen, was heute noch mein Eigen war. Ja, mit leeren Händen werde ich dann diese Erde verlassen müssen. Wenn aber mein wahrer Schatz aus geistigen Gütern besteht, Gebet, Opfer, Liebe zu Gott und zum Nächsten, das Heil der Seelen, unser ewiges Glück, wenn ich für diesen Schatz meine Kräfte, meine Gesundheit hingebe, hingegeben habe, meinen Reichtum verlassen, sogar meine irdischen Freundschaften und alles Menschliche geopfert habe, um nur das einzig wahre Gut zu suchen, dann habe ich den wahren Schatz gefunden, den weder Motte noch Wurm zerstören können. Wenn dann der Tod eintritt, brauche ich kein irdisches Gut mehr zu verlassen. Die geistigen Güter, die ich gesammelt habe, werden mir folgen, denn nur sie zählen in den Augen Gottes, unseres Schöpfers und Vaters. Die geistigen Güter, die ich durch Gebet und Opfer erworben habe, sie alle werde ich wiederfinden, und trotz meiner Unwürdigkeit darf ich dann vor Gott hintreten und mit Demut und Reue auf seine Liebe und Barmherzigkeit vertrauen. Hier auf Erden geht alles vorüber, nur das, was aus Liebe zu Gott und zum Nächsten geschehen ist, bleibt bestehen. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Matthäus 6,19. Himmlischer Vater, schenke uns allzeit Kraft und Weisheit, uns von den vergänglichen und materiellen Gütern zu lösen, um einzig und allein nach den ewigen Gütern zu streben, die unvergänglich sind, deine Ehre, deine Liebe, dein Reich und das Heil der Seelen. Wenn wir dem Beispiel Mariens folgen, die uns zu Jesus, ihrem göttlichen Sohn, führen wird, werden wir den wahren Schatz entdecken. Herz, Seele, nach ihm verlangen. O Vater, mögen wir dich Tag und Nacht suchen. Mögest du das höchste Gut meiner Seele sein, das höchste Gut, nach dem ich strebe. O Mutter vom guten Rat, bitte für uns. Wache auf, öffne deine Augen. Sieh, wie es in der Welt um dich herum steht, ja, in der Welt von heute. Eine Welt durchdrungen von Hass und Gewalt, eine Welt verloren in der Dunkelheit. Allein Gottes Eingreifen kann sie noch retten. Beten wir zur Jungfrau Maria, Mutter Christi und Mutter der Menschheit. Mit ihr bete, opfere deine Freuden, deine Leiden, deine Schwierigkeiten, deine Krankheit, deine Einsamkeit auf, alles. Ja, opfere alles auf. Knie nieder und bete zu Gott. Bitte um Verzeihung für das Volk Gottes. Bitte um seine unendliche Barmherzigkeit. Dann darfst du wieder hoffen und vertrauen. Gott verlässt niemals seine Kinder, die zu ihm rufen. Er will unser Glück.
Heiligstes Herz Jesu, möge dein Reich durch den Sieg der schmerzhaften und unbefleckten Herzens Mariens zu uns kommen. Anrufung zur Mutter vom Guten Rat. Mutter vom Guten Rat, Königin des Himmels und der Erde, bitte für uns. Mutter vom Guten Rat, in allen Zweifeln und Verwirrungen, bitte für uns. Mutter vom Guten Rat, in all unseren Ängsten und Nöten, bitte für uns. Mutter vom Guten Rat, in allen Gefahren und Versuchungen, bitte für uns. Mutter vom Guten Rat, in unserer Ratlosigkeit, bitte für uns. Mutter vom Guten Rat, in allen Unternehmungen, bitte für uns. Mutter vom Guten Rat, in der Stunde unseres Todes, bitte für uns. Lasset uns beten. O selige Jungfrau Maria, im Ratschluss Gottes warst du von Ewigkeit her auserwählt zur Mutter des menschgewordenen Wortes, als Mittlerin seiner göttlichen Gnaden und als Fürsprecherin der Sünde. Zu dir nehme ich meine Zuflucht, ich, dein unwürdiger Diener. Mögest du mir beistehen mit deinem Rat und mein Wegweiser sein in diesem Tal der Tränen. Amen. Gebet um die Fürbitte der Mutter vom Guten Rat. Heiliger, allmächtiger Gott und Vater, dein Sohn Jesus Christus ermutigt uns. Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Lukas 11,9. Unser Glaube ist oft schwach und unser Vertrauen klein und gering. So wenden wir uns jetzt an dich, Maria, Mutter vom Guten Rat. Dir dürfen wir unsere Not sagen und zu dir tragen, was uns bedrückt. Maria, dich darf ich vorschicken und um Fürsprache bitten. Du gibst meine Ratlosigkeit an Jesus weiter. Dein Rat tut alles, was er euch sagt. Johannes 2,5. Erweist sich als hilfreich und gut. Lass mich tun, was du mir in meiner augenblicklichen Situation, in meinem jetzigen Anliegen willst. Damit das Wunder beginnen kann, wie in Kana. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heiliger dreifaltiger Gott, erbarme dich unser. Heilige Maria, bitte für uns. Heilige Mutter Gottes, bitte für uns. Mutter der göttlichen Gnade, bitte für uns. Mutter des wunderbaren Ratgebers, bitte für uns. Mutter des guten Rates, bitte für uns. Du kluge Jungfrau, bitte für uns. Du Jungfrau, mächtig zu helfen, bitte für uns. Du Frau von den Völkern gepriesen, bitte für uns. Mutter vom guten Rat, du Ratgeber der Apostel, bitte für uns. Du Ratgeberin der Märtyrer, bitte für uns. Du Ratgeberin der Bekenner, bitte für uns. Du Ratgeberin der Jungfrauen, bitte für uns. Du Ratgeberin aller Heiligen, bitte für uns. Du Ratgeberin der Bedrängten, bitte für uns. Du Ratgeberin der Betrübten, bitte für uns. Du Ratgeberin der Kranken, bitte für uns. Du Ratgeberin der Armen, bitte für uns. Du Ratgeberin der Witwen und Waisen,
bitte für uns. Du Ratgeberin der Familien, bitte für uns. Du Ratgeberin der Jugendlichen, bitte für uns. Du Ratgeberin aller Regierenden, bitte für uns. Du Ratgeberin aller Notleidenden, bitte für uns. Du Ratgeberin in allen Gefahren, bitte für uns. Du Ratgeberin in allen Versuchungen, bitte für uns. Du Ratgeberin in allen Ängsten und Zweifeln, bitte für uns. Du Ratgeberin der Sterbenden, bitte für uns. In Einsamkeit und Verlassenheit, hilf uns mit deinem Rat. In Zurückweisung und Ablehnung, hilf uns mit deinem Rat. In Freundschaft und Ehe, hilf uns mit deinem Rat. In Krisen der Familie, hilf uns mit deinem Rat. Zur Umkehr von Versöhnung, hilf uns mit deinem Rat. Im Zusammenleben von Jung und Alt, hilf uns mit deinem Rat. Im Dienst an der Kirche, hilf uns mit deinem Rat. Bei der Suche nach Gott, hilf uns mit deinem Rat. In Gebet und Arbeit, hilf uns mit deinem Rat. Im Dienst an den Mitmenschen, hilf uns mit deinem Rat. Auf dem letzten Platz, hilf uns mit deinem Rat. Vor großen Lebensentscheidungen, hilf uns mit deinem Rat. Zu Beginn eines neuen Lebensabschnittes, hilf uns mit deinem Rat. In Kriegen und Naturkatastrophen, hilf uns mit deinem Rat. Gelobt sei Jesus Christus. Heilige Maria, du Mutter vom Gut, des guten Rates. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Herr, verschone uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Herr, erhöre uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Herr, erbarme dich. Bitte für uns, du Mutter des wunderbaren Ratgebers. Verbinde uns mit dem menschgewordenen Ratschluss der Liebe Gottes. Amen. Lasset uns beten, allmächtiger Gott und Vater, beim Gedenken an Maria, die Mutter des guten Rates, schenke uns Rettung und Heil durch den wunderbaren Ratgeber Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht. Herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kind, der lieb. Uns allen deinen Segen gib.